Ja, das grande Finale dieses Let's Plays ist ein World Heavyweight Champion Titelmatch zwischen Youngblood und dem Dragon Warrior. Zwei der dominantesten CAWs von Raw, muss man sagen. Und die beiden sind bisher nur einmal in einem Titelmatch aufeinander getroffen. Und das war, ging in der zweiten Season um den United States Titel, weil Youngblood auch beide gehalten hat. Da ging der Dragon Warrior siegreich hervor und hat so seine Serie, ist ja auch dreifacher United States Champion, Youngblood einfach und dreifacher World Heavyweight Champion. Aber lassen wir erstmal beide Kontrahenten zu Ring kommen. Ein letztes Mal betritt Youngblood und der Dragon Warrior den Ring. Ja, zwei schon fast legendäre CAWs treffen hier jetzt aufeinander. Ob sie in der nächsten Season dabei sind, weiß ich nicht. Das überlasse ich alles euch. Welche CAWs sollen unbedingt wieder dabei sein? Schreibt's mir unten in die Kommentare, wen ihr unbedingt auf jeden Fall in der nächsten Season, wenn es denn eine geben soll, wiedersehen wollt. Ist es Youngblood? Ist es der Dragon Warrior? Oder schreibt mir unten rein, wen ihr nicht wiedersehen wollt. Es geht natürlich beides. Sagen wir mal, schreibt mir einfach die 5, die ihr unbedingt wiedersehen wollt. Oder mehr oder weniger. Und die, mehr oder weniger als 5, die ihr nicht wiedersehen wollt. Also auf die ihr gut verzichten könnt. Und die CAWs, die von Abonnenten sind, bitte schreibt mir einmal unten drunter, dass euer CAW auch nächste Saison wieder dabei sein soll. Weil ich blick da inzwischen nicht mehr dran lang. Ob da überhaupt noch Abonnenten von da sind. Wie zum Beispiel jetzt vom Dragon Warrior oder von Terratox oder Smeargul oder Leon oder weiß der Geier wer. Ja, der Outlaw, der Dragon Warrior gegen den Soul Eater. Bisher hat der Dragon Warrior die meisten Matches gegen Youngblood gewonnen, hat aber auch schon welche verloren, muss man fairerweise dazu sagen. Aber die meisten hat er gewonnen, also spricht es eigentlich für ihn. Was nicht für ihn spricht, ist momentan die WrestleMania-Tendenz, nämlich dass bis auf den Diven-Titel jeder Singles-Wrestling-Title bei ihrem Besitzer geblieben ist, wie zum Beispiel der von Cody Rhodes. Curtis Axel hat verteidigt, El Scorpio hat verteidigt. Nur der Diven-Champion, also von den Single-Titeln. Nur der Diven-Champion-Titel hat sich von Rui nach Lady Soko weiter gewechselt. Ich habe mich gerade mit einem Satz ein bisschen anders doof angestellt. Ja gut, der Tag Team-Titel hat natürlich auch gewechselt. Von der Order zur Combat Zone. Mal gucken, ob es auch einen neuen Singles-Champion gibt. Erstmal gibt es einen harten Whip entgegen den Dragon Warrior und einen Backbreaker. Und einen Legdrop gibt es auch noch hinterher. Ja, Youngblood zieht hier seine Tour durch.
Aber Dragonfall erfahren genug, um zu wissen, wie er einen Youngblood plättet. Wie zum Beispiel mit diesem Leg Drop. Halt die typische Gangart eines Dragon Warriors. Ja gut, er und Namrell sind ja die einzigen, die mehr als einmal gegen Youngblood gewonnen haben, muss man auch dazu sagen. Ja gut, Youngblood, der ist ja seit dem Titelverlust und irgendwie dem Verrat von Tarantua und hat man nicht gesehen, irgendwie in der Versenkung verschwunden, aber das ist auch eigentlich wurscht. Er soll sich ausruhen. Wenn ihr ihn in der nächsten Song überhaupt wiedersehen wollt, dann taucht er wieder auf und wenn nicht, dann halt nicht. Schade drum, aber wie gesagt, alles nach euren Wünschen. Auch ob wir bei Raw und SmackDown bleiben oder ob es ganz andere Shows, wenn ihr natürlich nichts dazu schreibt, dann mache ich das selbst. Nur, ihr könnt gerne eure Ideen mit einfließen lassen. Und zu den CRWs habe ich ja auch schon was gesagt. Ich bin auf eure Kommentare auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, ich glaube, Youngblood war jetzt auch ganz gut gespannt, wie er da durch die Luft geflogen ist. Das sah ja wirklich unelegant aus. Gut, er fliegt auch nicht oft, muss man dazu sagen. Aber der Dragon war ja ganz klar ein sehr kräftiger Typ. Der kann einen Youngblood durch die Luft schmeißen. Jetzt hat er keine Lust mehr. Haut da auf die Matte. Wird aber wieder auf selbiger befördert. Mit einem Running DDT. Ein Leg Drop kommt auch noch hinterher, der ihm so ein bisschen die Luft raubt. Und jetzt hat er die Nase voll. Jetzt gibt es erstmal einen Konter. Wir haben vorherigen Titelmatch. Hatten wir zwei Techniker. Hier haben wir jetzt zwei Powerhouses im Ring. Und ich glaube, Youngblood will einen Schlussstrich ziehen. Da gibt's den Chokeslam-Ansatz, aber es bleibt auch nur beim Ansatz. Und Bearhug. Das könnte das Ende sein für den Dragon Warrior, für die Titelträume. Vorerst, vielleicht, für immer, wird er tappen. Er ist normalerweise sehr hart im Nehmen. Ja, er lässt sich jetzt auch hier nicht ins Boxhorn jagen. Ja gut, mit Submission haben die beiden ja so ihre Erfahrung. Ja, da kann Youngblood sich frei strampeln. Cross Arm Breaker, denke ich, dass der so heißt. Und ein Till the World Slam. Ja gut, für beide bisher so die WrestleMania-Prognose. Im letzten Jahr Dragon Warrior United States Titelmatch gegen den Great Muta, was der Dragon Warrior verloren hat. Allerdings muss ich auch dazu sagen, der Youngblood hat bei der letzten WrestleMania auch verloren seinen World Heavyweight Champion Titel an Hulk Hogan. Also einer wird definitiv weiterhin die Verliererserie fortführen. Und da gibt es einen Finisher von Dragon Warrior. Und der andere wird die Niederlagenserie beendet haben. Ja gut, es war ja erst eine. Also wird unentschieden ziehen und war's das jetzt schon. Nein, Youngblood kommt noch mal raus. Na, Konter vom Dragon Warrior. Wenn das jetzt ein Finisher war, dann hat... Ich wollte gerade sagen, dann hätte Youngblood jetzt ein Problem an der Backe, aber ein richtig großes. Er zeigt hier Konter nach Konter, aber der Dragon Warrior will nicht nachgeben. Der geht weiter wie eine Dampframme nach vorne. Jetzt sagt das Zeichen, steh auf. Und Kimura Lock. Hat er die Arme auf, besser gesagt, den einen Arm wirklich genug vorbereitet? Nein, hat er nicht. Youngblood tappt nicht. Ah, da stößt der Youngblood weg, der aber mit einem Till the World Slam antwortet. Und dann nimmt er ihn hoch. Nein, Youngblood kann sich erneut freistrampeln und zeigt selbst einen Backbreaker. Und einfach mal das Cover, weil das kann. Aber es führt nicht zum Erfolg. Ja, man merkt auch, der Dragon Warrior, der will. Und Sidewalk Slam. Einfach mal so aus dem Nichts. Und es bringt den Sieg. Da steht er auf, haut auf die Matte. Der Dragon Warrior wahrscheinlich ein bisschen perplex über die Reaktion. Er zeigt den Sidewalk Slam und Youngblood verlässt WrestleMania als World Heavyweight Champion. Und
Ja, er feiert. Er zieht unentschieden. Wie gesagt, ob nächste Season und mit wem und mit was und mit wie und mit wo, könnt ihr euch in den Kommentaren austoben. Ich hoffe auf viele Kommentare und verabschiede mich hier mit dem Finale von WrestleMania und von diesem Let's Play. Ich bin der Anker Theis. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder schönen Tag, je nachdem. Tobt euch in den Kommentaren aus. Ich werde mich auch gerne mit euch darüber unterhalten. Ich sage jetzt zum letzten Mal das 4.0. Tschüsse, Kowski.